Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute die Mathilde. Und wir spielen Escape vom, ja, der kranke Kollege. Erzähl mal was, Mathilde, dazu. Ich muss natürlich auch Push to Talk drücken. Also, genau, nochmal. Ich weiß nicht. Genau. Also, nochmal frohe Weihnachten und so. Wir dachten, wir machen euch mal eine kleine Extra-Folge. Ich habe nämlich bei Steam dieses Spiel Escape Room, der kranke Kollege, entdeckt. Gibt es momentan auch umsonst zu spielen. Ich vermute jetzt einfach mal an der Stelle, dass es sich auf eine Folge beschränken wird, denn der Erfahrung nach, so eine ganzen Escape Rooms und so, sind meistens auf eine Stunde beschränkt. Ich bin mal gespannt. Oder, das ist, ich habe es nicht gesehen, aber die müssen damit irgendwie Geld verdienen. Vielleicht ist es ja die erste Folge, oder der kranke Kollege quasi vielleicht ein Schnupperteil. Möglich. Und danach gibt es, keine Ahnung, der kranke Kollege 2, Reloaded, und der kostet dann 5 Euro oder so. Ist möglich. Da es sich hier um ein Escape Room Spiel handelt, an der Stelle eine ganz, ganz fette Spoiler-Warnung. Spoiler! Denn diejenigen von euch, die schon mal ein Escape Room gespielt haben, wissen, sowas kann man nur einmal machen. Was ist denn das? Also, was ist ein Escape Room? Man kommt in einen Raum, wird da eingeschlossen und muss letzten Endes einen Weg rausfinden. Und muss dafür halt Rätsel lösen. Warum tut man das? Weil es Spaß macht. Wer sagt das? Ich sage das. Ich habe schon diverse Escape Rooms gemacht, sowohl in Real Life, da habe ich glaube ich vier Escape Rooms habe ich richtig gemacht, und jetzt dieses Jahr 2020 vier Online Escape Rooms mit ein paar Freundinnen, und wir wollten das mal ausprobieren. Ja, dann legen wir einfach mal los. Ich hoffe. Also für die Singles da draußen, Frauen stehen auf Escape Rooms. Zumindest diese hier. Du hast ja auch ein paar Freundinnen, die das auch machen. Also, vielleicht lernt man darüber, gibt es vielleicht so ein Single-Escape-Room? Wo sich, das wäre doch cool. Du bist als Single mit anderen paar Singles zusammen in einen Escape-Room, man lernt sich kennen und muss eine Rätsellösung rauskommen. Und später gibt es Cocktails. So als super Idee! Mach das mal! Ich bin kein Single mehr, aber ich finde, das ist eine wunderbare Idee. Das stimmt, also so als so ein Flirt-Escape-Room. Ja, man lernt dann die Person unter einem ganz anderem, ja, ganz anders kennen, als wenn man mit der essen geht oder jetzt in die Disco oder so. Das stimmt, eventuell auch, wie verhält sich die Situation in einer Stresssituation? Genau, bei lustigen Sachen hört man gleich raus, hat sie eine nervige, quieksige Stimme. Ich meine, ich habe in meinem Leben schon Frauen kennengelernt, sie sahen top aus, aber wenn die gelacht haben, boah, zerfetzt mir das Trommelfell. Aber egal, jeden das andere. Wir wollen mal anfangen. Okay, ja. Genau. Also, wenn ihr Bock habt, das zu spielen, unterbrecht das Video und spielt das Spiel und vergleicht dann vielleicht, wie ihr gespielt habt, mit dem, wie wir spielen. Nicht, dass wir hier irgendjemandem spoilern und er ist dann knatschig, oh, geiles Spiel, aber jetzt kann ich es gar nicht mehr spielen, weil ich hab's jetzt schon gesehen. So. Ja, das haben wir verstanden. So, okay, genug gelabert, dann gucken wir mal, dass das hier klappt. Also, wir versuchen natürlich Multiplayer, ist noch in der Alpha, hier mit 3 Ausrufezeichen. Okay, ja, das ist eine Alpha-Version, es könnte Bugs haben. Hoffen wir mal, dass wir reinkommen. Der kann nämlich nur 100 Player zur selben Zeit supporten. Uiuiuiui. Na, gucken wir mal. Gut, okay, yeah. US, EU möchte ich. Du lädst mich ein, ne? Ja, connect. Ich hoffe, ich kann nicht. Join Room, ich möchte ein Room createn. Wie heißt der Raum? Horst? Heinrich der Löwe. Maximal Player 2. Create Room. So, dann guck doch mal, ob du da reinkommst. Multiplayer. Alpha. Mit 3 Ausrufezeichen. EU hast du gesagt, ja? Ja, oh, ich glaube, ich die rothaarige hier. Ich bin mal hier. Sind da alle irgendwie komisch aus, die Leute hier. Oh, hier, ich bin so ein alter Typ. Der hat einen Bart, der ist cool, den bin ich. Connect. So, fette Kinder. Piep, piep, pu, pu.
Aber du findest meinen irgendwie nicht, ne? Hey, das sind aber schon mal coole Namen. Piep, piep, pup, pup. Ja. Ja, gibt's hier noch irgendwie andere? Vielleicht war das Problem, dass ich das auf Private gestellt habe. Ich nehme mal das Private. Dass man das weg. Vielleicht nicht sieht, ja. The game is the specified ID already exists. Dann mache ich jetzt Löwe mit UE. Hm. Oh, warte mal, jetzt hat er auch aktualisiert und da ist auch irgendwie. Da bin ich drin. Okay. I'm ready. Habe ich nicht was auf Deutsch bin eingestellt? Auch ready. Gut, start game. Ja, leg los. Oh, wir sind eingesperrt. Okay. Ich sehe dich gar nicht, du bist gar nicht bei mir. Oh, wir sind in zwei getrennten Räumen. Oh, nee. Ich stand an der gleichen Stelle wie du. Hallo. Oh, du hast eine Brille. Oh, hier ist ein ABC. Jo, schauen wir uns doch mal alles an. Telefonnummern von vier Frauen. Drücken oder Mittelding zum Interagieren. Halten zum Interagieren. Drei Schlösser. Okay. Ein Schachbrett. Was haben wir hier dann? Rechts, halten zum Betrachten. Oh, hier ist ein Schlüssel. Komm da raus! Wie groß ist er denn? Ist da fest? Der klappert gar nicht. Hm, da müssen wir wohl irgendwas machen. Kann man es vielleicht kaputt hauen? Ja, kaputt hauen wäre immer so die erste. Kann aber nicht mitgenommen werden. Oh, hier Tasse? Sind Frauenbilder. Oh, hier auf der Tasse steht eine 7. Oh, die stellen wir vielleicht mal alle auf den Tisch, die Tassen. Oh, hier ist eine 4. Oh Gott, hier ist irgendwas. Oh, ich hoffe, ich mach die nicht kaputt, um Gottes Willen. Eine 1. 2 gleich 5. 39 Clara. Hm? Eine 2. Upsi. Ups. Ey, du sollst das auf den Tisch legen. Eine 3. Hier, ich habe was. Da ein Zettelchen gefunden. Oh, hier ist auch noch ein Safe. Oh, den kann ich durch die Gegend schleppen, den Safe. Guck erstmal irgendwie alles an, irgendwie. Ja, ja, ich auch. Oh, es gibt Hinweise auf F1. Ja, aber das machen wir erst, wenn wir sie brauchen. Hier ist noch eine 3. Oh, warte mal. 3. Ich hatte doch gerade eine 3. Hier, das hier war und der Tassen? Ja. Wo auf dem Zettel ist 39 Punkt, Punkt, Punkt. Hinknien. Okay, unter hier sind verschiedene Zahlenschlösser. Ja, wir haben hier hinten auch überall Sachen dran. Warte Rebecca, mal. Susanne, Luisa und Isabella, Telefonnummern. Genau. Und ich habe hier einen Zettel mit Carla 39. Lass die mal hängen da. Okay, machen wir hier eine Carla? Nee, ne? Carla 39. Steht in den Tellern auch noch was? Oh ja, hinter den Tellern steht auch noch was. Oh, hier ist ein... Hier, warte mal, wir haben einen Code. Ich habe, warte mal. Oh, wie kann ich das wieder... Komm mal her. Und da hinschmeißen. Umdrehen war... Wenn wir die ganzen Servis nehmen, dann haben wir Zahlencode, aber ja, leider... aber die Reihenfolge ist ja noch interessant. Hier steht auch noch was an der Wand von Gabriele. Und hier ist auch so ein... Musterdings. Oh. Ach, der das hat kann jemand... ich gar nicht lesen hier. Warum hast du denn da einen Teller oder so runtergeschmissen? Warte mal. Kalong-Vase, 14. bis 16. Jahrhundert, Thailand, Minneapolis Institute of Art. Unterm Tisch hängt auch noch ein Zettel. Unterm Tisch. Oh ja, dann. Wie kriege ich den wieder weg? Und auf den Tisch schmeißen. Was ist unter der Vase? Ich schmeiße erstmal. Ich
drehe erstmal alles um. Oh, hier ist ein. Oh, da ist was. Ja, ja, habe ich gerade vorgelesen. Achso, habe ich nicht zugehört, Entschuldigung. Oh Gott, die Bilder kann man nicht drehen. Nee, die Bilder kann man nicht drehen. Und hinter dem Vorhang ist auch nichts mehr. Den habe ich schon aufgemacht. Aber hier ist noch ein Rätsel mit Gabriele, von Gabriele. So, und wir haben diverse Zahlenschlösser. Kann man hier mal mit dem Schachbrett kann man noch was machen. Oh, ah, guck mal, hier ist eine Kiste. Die ist verschlossen. Dafür brauchen wir bestimmt den Schlüssel. Ja. Dafür brauchen wir bestimmt irgendwas, weil wir kaputt machen dürfen wir nicht. Drücken, interagieren, halten, betrachten. Ich würde ihn ja gerne... Eigentlich müsste man doch den Schlüssel da so raus... Hier ist eine Taschenlampe. Ja, schmeißen wir auf den Tisch. Alles, was wir brauchen, packen wir auf den Tisch. Und suchen wir uns hier einen Wolf. Hier sind drei Ziffern. Aha, hier sind noch mehr Kaffeetassen. Warte mal. Müssen wir mal gucken. Ist die, vielleicht haben sie acht. Unterschiedliche Service, ne? Hier von der Form. Kann man die hier umdrehen vielleicht? Ja, musste rechte Maustaste gedrückt werden. 4. Da muss man jetzt echt hier Teeservice sortieren. Ja. Oh, hier ist noch... Ah, hier ist eine Barbara. 2-4 Punkt Punkt. Ich mach das hier mal ins Pinbrett mit dran. Ich hab's auf den Tisch gelegt, weil man die Zettel umdrehen kann. Oh, steht noch auf der Rückseite. Ah, warte mal. 1 gleich 3? Die dritte Stelle ist eine 1, oder was? Okay, hier ist leer. Ja. Oh, warte mal. Ich hab eine Idee. Wir haben hier eine Tasse und einen Teller. Die sehen fast gleich aus von der Form. Guck mal, wenn ich jetzt mal auf Barbara gucke, ne? Die fängt ja an mit 24. Und wenn wir das umdrehen, haben wir die dritte Zahl ist eine 1. Würde ich jetzt so verstehen. 1 Punkt gleich 3, oder? Würde ich eher sagen, die erste Zahl ist eine 3. Oder erste Zahl ist eine 3. Aber dann haben wir noch, da haben wir drei Zahlen und dann haben wir noch 2. Diese Tasse, eine 4 und eine 3. Aber was ist Carla? Oh, guck mal, kann das habe ich schon einen Zettel hergehabt. Ah. Ich versuch's einfach mal. 24. Dann hattest du gesagt, die erste Zahl ist eine 3. Und was hat man von diesen es sind nur 4 Zahlen, das kann nicht sein. Es müssen 5 sein. Was haben wir hier? So. Ich sortiere mal hier das Geschirr so ein bisschen zueinander. 3. Und was hatten wir jetzt da noch? Das ist die 4 und das ist eine 3. Dann würde ich sagen, vielleicht. 4 und 3. Wo kann ich jetzt interagieren? Mittlere Maustaste. Geht das Schloss automatisch auf? Bist du frustriert? Ja, bin ich. Okay, Papa sagte ja, nee, es ist ja auch dritte Zahl. Wir tauschen die mal. Hier machen wir die 4 raus und da machen wir die 3. Und jetzt kann ich das jetzt öffnen. Ey, du sollst es da dran packen. Oder warte mal, vielleicht denken wir zu kompliziert, diese Zettel. Weil ich denke mal, die wenn da 5 Punkte drauf sind, sind es bestimmt 5 Zeichen, oder? Dritte 7. 13, 7. Nein, ich brauche noch keinen Tipp. Oh, warte mal, das ist Günther. 13, 7. Oh nein, komm her.
Nein, nicht abfallen. Haben wir. Ey, ich war ja gerade am Rumrätseln. So. Wie viel hat denn der hier? 4 Stellen. Und der ist falsch rum. So, also. Wir haben. Mein Teebeutel muss raus. Oh, ja, meine ganz auch. Wichtig, damit das Rätsel gelöst wird. So. Hast du was für den Teebeutel, wo ich das reinpacken kann? Ja, warte. Kommt rüber. Dankeschön. So. So, also. Wir haben hier 4 Teeservice. Ne, 3. 3 Teeservice. 3, ja. Und jeweils 2 Zahlen. Wo, oh, warte mal. Ne, warte mal. Es sind 4. Die 4? Tasse? Ja. Die Tasse? Oh, doch, 4, stimmt. Gehört zu dem Teller da. Also haben wir ja. Das sind 4 Service, insgesamt 8 Zahlen. Ich hätte jetzt gedacht, dass diese Service mit diesen Zettelchen in Verbindung stehen. Aber wie so viel, also dann würden sie ja 5. Oder warte mal, ist hinten ein Hinweis. 7. Haben wir ein Service mit 7? Bestimmt, ne? Nee, ich glaube. Oh, doch, ich glaube. Doch, hier 7. 1, 7. Ist es vielleicht 1, 3, 1? Oh, warte mal. Frage ist ja auch immer noch, zu welchem Rätsel gehört das, ne? Ja, das ist es ja. Wie kann man testen, ob sowas aufgeht? Hm. Hier ist was mit 3. Das heißt, das könnte auf jeden Fall mit dem hier passen. Mit wem? 3. Gibt man die 3 als erste Zahl ein? Hier jetzt bei diesem Hängeschloss? Ja. Oben die 3, ja. Die zweite eine 5? Ja. Und die dritte eine 7. Und wie kriege ich das Schloss auf? Warte. Erstmal hast du... Ah! Hä? Was denn? Nee, guck mal, da wo der Strich ist, muss das hin. 3, 5, 7. Ah! Aha! Da wo der Strich ist. Babs im Strandhaus. Wird man sie jetzt umbringen? Kann man aber tatsächlich nichts mitmachen. Nee. Okay, aber wir haben schon mal das erste auf, das ist doch gut. Ist der Kollege ein Stalker? Weil weibliche Telefonnummern, weibliche Bilder hier. Hm. Welchen Zettel hast du denn da benutzt? Die unteren 3. Alle 3? Ja. Aha. Und wie jetzt? Mit den letzten Zahlen oder was? Nee, mit der Rückseite. Da steht ja erstens gleich 3, zweitens gleich 5. Also haben wir die Zettel quasi erledigt, ja? Genau. Was war das denn gerade? Ich habe ja an dem Dings... An den Safe rumgespielt. Safe, genau. Der hat 4 Zahlen. Okay. Ah, du hast die Schachbrettfigur benutzt. Habe ich schon durchgeschaut. Okay, ich mach's auch nochmal. So, mal. Hier haben wir 5 Ziffern. Ja. Für irgendwas werden wir noch diese dämliche Taschenlampe gebrauchen. Um in ein Regal hinterzuleuchten. Ist der Dreck? Nee, ist einfach nicht. Okay. Hier sind 4.
Zwei Tassenservise vielleicht ein Zahlenschloss, aber macht keinen Sinn, oder? Nee, das ergibt keinen Sinn. Ey, wir brauchen einen Schlüssel oder einen Schraubendreher hier. Kann ich das hier abreißen? Oh, warte mal, bei den Telefonnummern sind Zahlen unterstrichen. Oh. Und zwar haben wir vier Zahlen, die müsste man gucken, wie könnte man das sortieren? Per ABC mit dem Vornamen? Oder nein? Nee. Ich würde tatsächlich mit den... Vorwahl ist es nicht, weil die Vorwahl haben wir zweimal. Ja. Die 0176. Aber die Idee mit den Buchstaben, das einzuordnen, finde ich nicht schlecht. Das könnte man mal schauen. Warte mal. Vier hatten wir hier. Kannst du mir mal sortieren und durchsagen? Warte mal. L, H, I. Das ist als erstes. Das wäre eine 3. Warte, ich mache mal bei beiden eine 3. Ja. 7. Ja. 0. 2. 0. 2 und... Aha. Da sind CDs. Ich hole sie mal raus. Wenn ich da irgendwie rankomme. Und ich packe sie mal auf den Tisch. Eine... Ich schau mir die schon mal an, ne? Ja. Zwei. Meine Königin. Bruchweg 2a. Bruchweg 2a. Klingt nach einem Porno. Wie kann man sich das angucken? Mist, nein! Mit einem Tisch geschmissen. Betrachten. Sportlich und schnell. Ab und zu okay. Am alten Bahnhof 9b. Ne, 4b. Ich kann es echt nicht lesen. Hier ist, was hatte ich gesagt? Oststraße 7f. Sportlich und schnell. Warte mal, drei, Das sind 6 Sachen. Wir haben... Eigentlich... Ah, das ist... Nein, das ist... Das sind 3 Zahlen, 7F. Zwei A. Und das andere war... Zwei, vier, sieben. Wenn ich jetzt auch richtig aufgepasst habe. Ich überlege gerade bei den Tassen. Lass uns mal auf gucken, ob wir da so eine... Achso. 2, 4, 7. Ach, es sind doch 5 Stellen. Man kann es hier gar nicht sehen bei diesem scheiß Safe. Okay, war eine Idee. Ja, ich habe noch eine Idee. Und zwar, wenn hier die Untertassen die Zahlen 1, 2, 3, 4 haben, dann könnte das auch ein vierstelliger Code sein. Und der Code sind dann die Tassen. Wir haben ja... die Tassen und Teller. Genau. Nicht nach Farbe, sondern okay. Genau. Dann sag mal hier Tassen durch oder so. So, also ich habe hier die erste Ziffer. Woher weißt du, welche ist? Also ganz welche einfach. Die Tassen passen ja zu den Untersetzern. Ne? Ja. Auf beiden so. Stehen Zahlen. So, dass vielleicht Stimmt. die Untertasse die Position der Zahl angibt und die Tasse dann halt die Nummer. Möchtest du eingeben oder möchtest du gucken? Nee, da hast du recht. Ich gebe ein. Okay, also dann wäre die erste Zahl eine 7. Ja. Warte mal, die vierte Zahl ist diese Tasse. Die vierte Zahl eine 3. Ja. Die dritte Zahl eine 4. Ja. Und dann wäre die zweite
dritte Zahl eine 8. Hahaha. Super. Was ist das? Ich pack das mal wieder auf den Tisch. Warte mal, ich pack mal die ganzen Tassen weg. Ja, schmeiß sie auf den Boden. Das ist irgend so ein Spiel hier. War hier noch was drin? Oh, ein Angelspiel. Ah, Angelspiel. Komm her, du Kackschlüssel. Oh, das ist gut, Heinrich. Yay. Aha. Kannst du die Box mal umdrehen? Unten steht nichts. Nee, aber die Klappe geht ja nach unten auf, also... So, jetzt kann ich vielleicht da Schachfiguren. Genau. Gut, dann hat sich der Schlüssel auch erledigt. Ich packe ihn in den Müllhaufen hier. Ist jetzt die Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass wir erstmal eine Grundaufstellung oder sowas machen müssten, oder? Das kann sein. Das wird aber dauern. Ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, wer wohin kommt. Ganz außen sind die Türme. Ja, das ist klar. Dann kommen das die dann kommen die Pferd, Läufer, Dame. Hier steht's eigentlich. So, Dame. Habe ich eine Figur? Oh ja. Oh, es ist ja alles im Weg. Ich mache hier mal die Dinger wieder zu. Kommst ja gar nicht durch. Wie kann man das denn so sauber hinstellen? Tja. Achso, ich habe den falschen. Oh. Der muss dahin. Das ist der König. Der König muss dahin, hoffentlich. Ja. Warte, haben wir nicht irgendwas gefunden mit Buchstaben und so? Auf den CDs war was. Das stellen wir erstmal auf. Oh, ich drücke immer. Es scheint auf jeden Fall schon mal nicht vollständig zu sein. Upsala. Ja, stimmt. Da fehlen einige. Alter, du sollst das nicht da in die Ecke werfen, du sollst es aufstellen. Ich mach das doch alles gut. Vielleicht kriegen wir auch noch mehr Figuren, aber... Es fehlen zumindest einige Bauern. Ja, dann fehlt so einiges. Oh, immer. Ich noch die weiße Dame. Ist jetzt alle, ne? Ja. Ich lass die Schachtel aber nochmal so offen. So, und zwar. Warte mal, wir haben uns hier gar nicht die Box hier angeguckt. Aber ich glaube, das war ja auch schon alles, ne? Das ist. So, und zwar, was mir aufgefallen ist: Auf den CDs steht ja zum Beispiel meine Königin. Bruchweg ja. 2a. Das könnte eine Position der Dame auf dem Schachbrett sein. Das heißt, eine Königin müsste auf das Feld 2a. Welche soll's denn? Ich mach mal erstmal die weiße. Königin 2a. Ups. Sportlich und schnell. Das wie kommst du mal her? Könnte entweder ein Pferd sein oder... Läufer würde ich sagen. Sportlich und schnell? Ja, Läufer, ja. 7F. Dann nehmen wir auch Weiß. Weil Weiß fängt ja an. 7F. 7F. Ist sogar frei. Warte mal, den kann ich überhaupt gar nicht nehmen eigentlich. Warte mal ganz kurz. Weil der kann ja nur schräg und würde dann auf...
GF, aber nicht 7F gehen. Auf GF? Warte mal, ist der Läufer falsch? Dann ist es vielleicht ein anderer Läufer. Warte mal, der Läufer ist... Der Läufer stand auf einer falschen Position, da war ein Pferd. Der gehört... Ah, der Läufer ist neben dem Turm, oh. Nee, das Pferd ist neben dem Turm, aber der war hier gerade auf dem... Nee, warte mal, jetzt bin ich durcheinander. Erst kommt Turm, außen, Pferd, Läufer. Das heißt, bei der stand direkt neben dem Turm, der war falsch. Guck mal, das könnte hier so eine Mattformation sein. Das ist da schräg gegenüber vom... Ach nee, das ist eine Dame, die da steht. Also ich meine, ich kann jetzt einfach da hinstellen, aber ich denke mal, das muss schon irgendwie Sinn ergeben, oder? Stell dir mal hin, stell dir einfach mal auf 7F. 7F. So, und das letzte hier, ab und zu okay, am alten Bauernhof, das wird ein Bauer sein. 4B. Ja. 4B. Habe ich. Und was nun? Hm. So, und die Königin hast du schon gesetzt? Ach nee, ich habe nicht die Königin gesetzt auf A2, das ist der König gewesen. Der muss dahin. Das ist die Königin, die holde Dame. Ha! Ich bin so gut. Was haben wir hier? Ein Puzzlestück. Hm. Passt das eventuell hier an diese Tafel ran? Jetzt müssen wir alles kaputt schlagen. Aha, das passt ja, da dran. Ja, das ist eine Schablone. Das kannst du anhand der Farben da irgendwas erkennen. Hm. Hm, also das ist irgendwie so ein grüner Punkt. Hm. Das rastet dann bestimmt ein. Du hast den Zucker vergessen bei meinem Tee. Ich trinke meinen Tee ohne Zucker. Wir haben ja eigentlich nur noch zwei Sachen, ne? Also... Also ich habe an der besten Liste geguckt, die haben, also unter den ersten 100 haben die das alle in so 30 Minuten gemacht. Ja, super. Ah, es muss bestimmt genau hier auf die Dinger drauf passen. Oder warte mal. Was machst du denn jetzt? Ich drehe es. Kriegen wir den Zettel so hin? Sie nennt es Blau 0, Gelb Rot, Gelb Plus, Grau Sternchen. Ja, das steht da schon drauf, jeweils immer auf den Dingern. Achso. Okay, stimmt. Hätte sein können, dass wir da einen Farbcode beachten müssen oder so. Okay. Ich vermute, dass das hier einfach irgendwie so draufgesetzt werden muss, dass das passt. Also es ist halt schwer, hier richtig zu positionieren. Hier unten ist ein grüner Punkt, ne? Wo? Ah! Den in eine Ecke anlegen. Manchmal muss man auch einfach einen Schritt zurückgehen, um dann das Ergebnis zu sehen. Ja, es ist schwer zu positionieren hier. Ja. Kommt nicht so ganz in die Ecke rein, ne? Nee. Kann ich denn die Stühle umdrehen? Jetzt könnte es was werden. Nee, ich glaube es noch nicht ganz. Ich habe wahrscheinlich klickt dann auch irgendwas auf, wenn man es richtig positioniert hat. Ja. Genau, die Zelle kannst du auch auf den Haufen werfen, die brauchen wir nicht mehr. Genau, weil da ist nämlich noch einer mit ABC.
Aber es ist nur irgend so ein Poster. Okay, das kann ich nicht machen. Hm. Ja, aber auch nicht viel. Ah, die CDs können wir auch vom Tisch runterhauen. Dann haben wir ja nichts mehr. Hier ist noch was mit Uhrzeiten am Kalender eingetragen. Also wir haben hier noch einen 5... Eine Uhr haben wir ja oben, ne? Genau, wir haben hier noch den 5-zeiligen Code. Und den Tresor. Und den Tresor, genau. Und da sind 4 Zahlen drauf. 4 Zahlen? Irgendwas muss auch noch mit dieser Vase irgendwie sein. Nee, der Tresor hat glaube ich auch 5. Ja? Nee, das sieht nach 4 Zahlen aus. Oh, warte mal, dann geh ich nochmal zurück. Guck mal. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Bei dem Brett hast du schon geguckt, ja? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das hier so eine Schwarzlichtlampe ist, dass dann irgendwas hier leuchtet. Ja. Verklick mich ja immer. Dann können wir hier die Lampe ausstellen? Die Lampe 16. in der Ecke, kannst du die ausstellen? 30 war es nicht, warte. Nö, kann ich, warte mal, ist das ein Lichtschalter? Drücken. Interagieren. Nö. Hier. Guck mal, leuchte mal in die Schubfächer rein. Auch nicht, ja? Mm-mm. Oh, wir haben einen Turm vergessen. Na egal, wir haben das Rätsel damit schon gelöst. Hm. Hier war noch nichts. Das hat uns noch nicht weitergebracht. Hm, hätte ja sein können. Ups. Aber was mir aufgefallen ist, guck mal, wenn ich hier den Lüftungsschacht anleuchte, dann ist da so ein richtiges Viereck zu sehen. 16. Jahrhundert. Vielleicht 14, 16? Hm, hätte es sein können. Ey, jetzt habe ich die doofe Lampe ausgeschaltet. Ich stell die Lampe erstmal an. Rätsel hier ist echt wie bäh. Hast du den Kalender angeleuchtet mit der Lampe? Ja. Okay. Geh da mal zu, da du scheiß Schubfach. Deswegen, vielleicht brauchen wir halt auch echt die Lampe aus, aber du meintest ja schon, dass die nicht ausgeht. Ich wüsste jetzt nicht wo. Schade. Hier ist kein Schalter. Und hier ist irgendwas, aber es wird wahrscheinlich die Tür sein.
Ich überlege schon, ob, wenn man das hier irgendwie hindreht, ob das Zahlen ergibt, aber... I don't know. Ich auch nicht. Warte mal, die Schränke hatten wir schon beide auf, ne? Die beiden hier, ne? Ja. Ah, dieses Rätsel hier, ich kralle es nicht. Man kann auch mit dem Zettel nichts machen. Aber irgendwie ohne die Hinweise schaffen. Vor allem dieses Keilding hat uns ja auch nicht weitergebracht, ne? Nee, also ich denke, ich habe es schon recht gut positioniert tatsächlich, aber... Ich hatte ja die Hoffnung, dass das irgendwelche Zahlen ergibt oder so, wenn man das dann dreht. Ja, gibt's ja auch. Du erkennst da drin eine Zahl? Ja, 3 blau. Ach so. 1 gelb. 2 grau. 5 orange. Das sind aber 4 Zahlen. Und der Tresor. Warte mal, okay. Dann vielleicht in der Reihenfolge, wie sie da oben sind. So, warte mal. 3 brauchst du als erstes. Ja. 1. Ja. 2. Ja. 5. Ha! Sehr gut! Ja, das war ja einfach. Was okay, jetzt? Hier sind irgendwelche lustigen Dinger, auch mit Zahlen drauf. Ich leg die erstmal einfach. Ah, hier sind Haarfarben. Was ist das für ein Kollege, ey? Der hat Langeweile. Ich will das mal betrachten. Ah, sind mehrere? Ja, ja. Der, ich sag, das stalkt Frauen irgendwie.
So, aber das war's. Drei Stück haben wir. 9, 8, 1. Ey, ich will das hinwerfen. Werf dir mal runter, die Kiste, die nervt. Ja, die haben wir gerade vor. Also, wir haben ein Blondchen, eine Brünette und. Oh, guck mal, hier sind. Brünette, Blondchen, rothaarig. Von links nach rechts. Wir haben ja eigentlich nur noch ein Schloss, das wir knacken müssen, nämlich das hier von Ja. der Werkzeugkiste. Genau, das sind 5. Und ich sehe immer drei Zahlen, ist das richtig? Ja. Oh, da sind Punkte davor. Hier, wir hatten da doch. Warte mal, ich nehme mal hier die Telefonnummern wieder auf. Nein, ich will es nicht dahin packen. Ich will es mir angucken. Die Telefonnummer waren die gelben Zettel. Nee, ich meinte hier, weil guck mal, hier sind so Zahlen drauf. Drei Stück jeweils. Und da geht's mit Punkt, Punkt, Punkt weiter. Ist jetzt nur die Ja, Frage. geben 5 Zahlen, ne, jeweils, Fünf aber Zahlen, genau. Stehen da welche ist Namen die drauf? richtige? Boah, kann ich mal betrachten? Nee, aber wir haben eine Brünette und ganz klein oben links steht was, aber das kann ich nicht lesen. Wenn du auf die Shift-Taste drückst, dann vergrößerst du. Ach, das ist die Klammer. Ah, das hättest du mir auch vorher sagen sollen. Jetzt ist es fast vorbei, das Rätsel. Ach, die kann ich nicht ankleben. Schade. Ja, aber wer willst du jetzt wissen, welche Haarfarbe die Weiber haben da? Barbara Dampfe? Clara. Clara klingt blond. Was hatten die? 3,9 fängt sie auf den Namen an. Kannst du mir mal die blond durchgeben? Blond, 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 blond. 173. Nö, die ist es nicht. Soll ich dann die Schwarzhaarige mal machen? Jawohl. Wir könnten jetzt hier alle durchgehen. Es könnte auch eine Barbara sein. Das heißt, man könnte die 24 jetzt nehmen. Ist Barbara blond? Ah, fuck, jetzt habe ich. Das war die dritte Zahl, 1, ne? 173. Aber ist auch nicht Barbara. Und die Wem hattest du andere? angefangen? Mit. Ich kann jetzt. Clara und dann das andere war Daphne 13. 13. Nee, also ist nicht blond. Jetzt könnte man das Ganze mit den anderen Haarfarben noch durchgehen. Ja. So, Dann okay. Daphne. Dann packe ich erstmal rot hier zur Seite, ne? So, Nee, dann. jetzt hab, wir haben mit blond Blond angefangen. meine ich. Wir So. können bei Daphne bleiben und gib mir einfach mal eine Haarfarbe. Ja, rot, braun, blond haben wir jetzt durchprobiert. Ja, So. aber wir haben gerade Daphne. Wir können jetzt die zwei Haarfarben bei Daphne. Dann brauche ich nicht die ersten beiden Stellen immer ändern, weißt du? Okay, 6, 5, 8. Ne. Andere Haarfarbe? Daphne ist es nicht. Gut. Dann gehe ich nochmal zu Clara. Das war die 3,9 und nehme noch die dunkle Haarfarbe. Die habe ich ja noch drin. 3,9. Was war die andere Haarfarbe nochmal? 6, 5, 8. Nee. Okay, warte, bevor du da hinrennst, welche hattest du jetzt schon gemacht? Clara, Daphne, Barbara 24. Hätte ich dir auch sagen können. Ja. Aha. So, was habe ich hier in Sechskant? Sechskant.
oder wie man das Ding auch heißen mag, aber das könnte man hierfür gebrauchen. Ah. Jetzt habe ich irgendwas eingeschaltet. Ist die Tür auf? Nein. Brauchen hier eine Karte. Was habe ich denn angeschaltet? Ah, hier hinter. Komme ich denn dahinter hin? Kann man den irgendwie verschieben, vielleicht? Die Box im Weg. Scheiße. Steuerung. Neuer Raum. Oh. Halbe Stunde oder was? Ich schiebe den mal kurz zur anderen Seite. Alter, geh zur Seite. Ja, vielleicht nicht, wenn du da im Weg bist. Ist das schräg, ja? Uiuiuiui. Hier haben wir einen Stadtplan. Hier ist wieder ein Safe mit vier, Da rücken. drei Zahlen Boah, wir und. haben hier Alter. Blut. Also, wir haben hier drei Zahlen und einen Buchstaben. Es gibt Memories. Also das, da hat er wahrscheinlich seine Opfer Ah, vielleicht eingepackt. brauchen wir hier die Taschenlampe. Oh ja, wegen Blutspuren oder so. Vielleicht hat er oder Spermaspuren. Oh, ja, da ist was, da ist was. Emma. Dann hat er mit Emma Spaß gehabt. Und da oben ist auch noch was. Was ist das denn da? Ich habe hier irgendwie Kürbis oder so. Kann ich das irgendwie gucken, angucken? Hier war noch. Oh, oder drin ist ein Zahlencode, oder? Nee. So, hier haben wir einen Sicherungskasten. Sicherungsbelegung 1, Küche, 2 Bad, 3 Wohnzimmer, 4 Schlafzimmer, 5 Flur, 6 Arbeitszimmer. Also Alter, was 2, hat der hier 3, mit 5, Emma? 6. Alter, für ein kranker Mistkerl. Ah, hier ist ein vierstellig. Oh, warte, hier sind Buchstaben. Da muss bestimmt Emma hin. Emma, was? Was haben wir hier? Und komische Alkoholflaschen. Hier ist. Oh! Aha, hier ist. Das ist so ein Suchgerät irgendwie. Damit kann ich was füllen. Alkoholflaschen sind auf dem Tisch. Kann ich irgendwas messen? Frag mich bitte nicht was. Sieht aus, als hätte ich Ach, eine hier ist auch wieder ein Vorliebe. Zahlenschloss. Aha. Wasserstoffperoxid. Warte mal, der Kürbis sieht so aus, als ob man den aufmachen kann. Ich dachte, da drin wäre irgendwas, aber. Irgendwas wird man den Kürbis bestimmt brauchen. Sieht aber nicht sehr nett aus, wenn ich das mal so sagen darf. Also damit kann man hier irgendwas messen, ich weiß aber nicht was. Nein, nicht wegwerfen. Also ich habe jetzt alle Sicherungen angemacht. Ob sich jemand gleich beschwert, hey, ich habe kein Licht.
Oh, wir haben 6 Köpfe. Hängt das mit den Sicherungen zusammen? Das könnte natürlich sein. Aber was ist denn für was? Also wenn wir von oben links angehen, würde ich sagen, ist aus. Warum? Rot vielleicht aus. Ah, rot ist rot. Drei ist an. Hey! War nur eine Idee. Oder anders gedacht. Nur die roten sind rot. Also, dann ist ja 1, 2, 3, 4 und die 6. Das heißt, ist es auch nicht. Ich kenne mich mit Haaren nicht gut aus. Welche Stadt ist das hier überhaupt? Könnte es Paris sein? Nee. Das ist alles auf Deutsch. Keine Ahnung. Innenstadt, Pfaffenstraße. Ist das Köln? Pfaffenstraße klingt jetzt nicht nach Berlin. Paris, Mühlteich, Wallanlagen. Ich weiß nicht, ist das Köln? Keine Ahnung. Ich habe Angst, dass es hier mit dieser Tafel auch was zu tun hat, aber das raff ich nicht. Ich glaube, das ist irgendwie... Also falls ihr erkennt, welche Stadt das hier sein soll, dann sagt doch mal Bescheid. Und hast du schon rausgefunden, was dieses Ding kann? Welches Ding? Der Ghetto Blaster? Achso, nee, das kann... Ich vermute, das müsste auf irgendwas anschlagen und so. Nee, ist das vielleicht eine Kamera? Ist doch eine Kamera, oder? Kann man da irgendwo was durchstecken in so ein After oder so? In dein vielleicht. Irgendwo ein Loch oder so, weißt du? Wir haben 2 Flaschen Wasserstoffperoxid. Ich möchte dieses Blut entfernen. Anscheinend ist der Kollege nicht krank im Sinne von, er ist nicht da, sondern so ein bisschen krank im Kopf. Also ich weiß echt nicht weiter gerade. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich was anfassen soll. Also hier ist irgendein Safe und dann kannst du auch, hier ist irgendwie... ja, ein Buchstabe und 3 Zahlen sind das. Richtig. Warte mal, hier, ich habe... Sieht aus, als hätte ich eine Vorliebe. Oh. Mehrfach rot. Hat rot irgendeine Nummer? Aber welches Rot? Hier ist so viel. Hier sind alles Farben. Ah! Rot und blond ist auf jeden Fall. Ja, hätte sein können, dass Rot Buchstabe R quasi und dann irgendeine Nummer hier über dieses Farbding. Mhm. Aber. Also, ich würde sagen, das ist ein Foul. Also. 4 würde ich sagen. Oder vielleicht ist auch das V gemeint, weil das V ist so mit Vorliebe, so ein bisschen Platz, weißt du, aber was für eine Nummer? Ja, also das eine Rot hat hier die Nummer 4. Okay, wir haben kein V. Warte mal, es ist 3-mal Rot. Oh, warte mal, schwarz haben wir. Das ist jetzt natürlich die Frage, welcher Buchstabe, aber so die erste Zahl vielleicht vom Schwarzen? Also, warte mal. Black. Ah, das ist auch hier alles 4.
Das ist alles 4. Da stehen überall die gleichen Zahlen. Das sind alles die gleichen Zahlen. Es hat irgendwas damit zu tun. Hm. Oh, es sind alles dieselben Zahlen hier drauf. Menno. Wasserstoffperoxid nimmt man auch, um was blond zu färben. Aber die Köpfe kann man leider auch nicht hochnehmen. Ich würde auch vermuten, der Safe ist tatsächlich das, was wir als erstes öffnen müssen. Ja. Chlorophen, Valium, Chloroform. Hinweis? Ja, Hinweis. Da ist so ein kleines Loch in dem Rohr. In welchem? Oh! Hast du ein Loch gefunden? Ja, hier ist ein Loch in dem Rohr. Oh, geh mal mit deinem Bein da weg. Kann ich das da irgendwie reinstecken? Ups, das war falsch. Platzieren? Nee. Kann ich da jetzt reingucken? Kannst du es auf Rechtsklick gedrückt halten irgendwie? Also Rechtsklick und dann da drehen oder so? Nee, wenn ich platziere oder so. Achso, da. Ah, warte mal. So vielleicht? Oder ist das der Raum? Ach, das ist der Raum mit dem Safe. Hä, wie soll das denn gehen, ey? Kannst du das auf Rechtsklick halten und dann näher ranhalten oder so? Nee. Kann ich loslassen, ja. Also ich weiß schon, wie ich es benutzen soll, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt da reingesteckt kriege. Ah, jetzt hat es irgendwie geklappt. Ich bin aber in der Wand. Hä? Was gucke ich mir jetzt da an? Das ist doch die Wand. Wahrscheinlich musst du dich irgendwie davor knien. Wie habe ich das gerade gemacht? Warte mal. Alt? Hm. Ach komm, mach du. Ja, ich habe das Gefühl, du guckst dir die Wand an und nicht in dieses Loch rein. Aber das ist das einzige Mal, dass man hier überhaupt irgendein Bild bekommt. Deswegen. Wie hast du das Bild gekriegt? Indem ich da das Loch mit interagieren auf Alt. Hm. Ich sehe Kratzer. Punkt
Punkte, Punkte, Punkte. Es sind halt verschiedene Kratzer, an denen kann ich nichts erkennen. Ah. So, wollte ich schon sagen, du hast das Ding doch weggeschmissen. Ich konnte es gerade auf dem Boden aufsammeln. Alt drücken? Dann ja, jetzt nochmal links. Linke also Alt gedrückt halten und linke Maustaste. Wie weit kann ich hier hochgucken? Ich sehe da gar nichts. Junge, 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 Junge. Soll ich noch einen Hinweis anfordern? Habe ich schon. Da ist ein Loch. Okay, es sagt tatsächlich nicht mehr, als da ist so ein kleines Loch in dem Rohr. Ja. Das ist ja jetzt. Ja, vor allem, vielleicht steuern wir das Scheißding irgendwie falsch, keine Ahnung. Das ist ärgerlich. Ja, weil hier wird es irgendwas zu sehen geben, das uns weiterhilft und wir finden es einfach nicht. Das ist irgendwelche Zahlen oder irgendwas drin. Ja. Nee, doch nicht. Schade. Warte, hier ist was, hier ist was, hier ist was. R 3, 5. Warte, warte, warte. Was haben wir hier? R. L. Warte mal. Also. Ganz oben. Also, warte mal, ich fange mal von oben an. Das ist, also, ja. Ich beschreibe es dir mal. Es ist so eine runde Scheibe. Oben steht ein L, Pfeil nach rechts, 5. R, Pfeil nach rechts, 3, 5. Und L, 0. Also 5, 3, 5, 0. Und L, R, L. Also es scheint nicht der Safe zu sein da mit dem Zahlencode. Also mit dieser Kombination. Das, ja, das ist, ja. Aber wie benutze ich das denn? Kannst du auf Shift drücken, dann hast du es größer.
Wie drehe ich das jetzt? Wahrscheinlich irgendwie mit der Maustaste. Aber das ist irgendwie, heißt wohl fünfmal nach links, 35 mal nach rechts. Das kann ich mir nicht vorstellen. 35 mal ist echt ein bisschen heftig, oder? Das sind einfach die Zahlen. Ich kann es aber nicht bewegen oder so. Doch, du kannst doch links klicken und dann müsste sich das Rädchen... Ich drücke links und es passiert nichts. Wenn du es nicht vergrößerst... wenn du auf Alt noch drückst... Ich drücke auf Alt. Also wenn du es dir anschaust, natürlich. So, ich schaue es mir an und drücke auf Alt. Ja, und dann wird es gelb und dann kannst du da vielleicht was dran ändern. Wenn du Alt gedrückt hältst, selbstverständlich. Ja, und jetzt? Linksklick. Nein. Ich habe das vorhin auch schon mal bewegt. Ah, warte mal, ich muss draufklicken. Das ist ein bisschen unschön. Hm. So, warte mal. Was hast du jetzt gesagt, das erste war? L5. Also nach links 5. Hä? Also erst auf 35? Nee, es war danach. Nee, links ist doch links. Das erste war links. L5. Ja. Das zweite war R35. Okay, dann gehe ich erstmal auf die 5. Aber ich kann nur nach links, oder geht es auch andersrum? Warte mal. Ja. 5. Keine Ahnung. 35. Ich kann nur in eine Richtung irgendwie, hä? Mit dem Scrollrad? Guck mal, loslassen zum Interagieren in andere Richtungen. Ah. Okay, rechts 5. Wobei weiß ich was interagieren? Nee, scheiße. Boah, ich finde diese Bedienung echt unkacke. Jetzt habe ich das hier irgendwie in der Backe. Ich will hier gerade nicht weg. Warte, wir haben es uns ja. Warte, ich notiere mir das einfach mal, was da drauf steht. Okay? Ja. Ich krieg jetzt das Ding gerade nicht weg. Lass mich los! So. Ups. Hast du es jetzt? Ja. Gott sei Dank, ey. Boah. Das ist echt blöd, weil man hier das gedrückt halten muss, ne? Ja, das ist irgendwie krank. Also die Steuerung hätten sie irgendwie anders machen müssen. Ah, okay. So, das Ding ist, kann man das irgendwie auf 0 zurückstellen? Was ist? Oh. Okay, aber was bringt mir das jetzt? Ist zu weit. Aber ich weiß nicht, ob wir das wieder zurückstellen können. Musch. Katze. Ja.
Du nervst mit deinen Gekratzen an unseren Stühlen. So, komm her, rätsel mal mit. So. Ich habe da Sicherung angemacht, es leuchtet hier was. Was bringt uns das, Katze? Wahrscheinlich hilft das Ding da weiter, wenn du es gelöst hast. Wahrscheinlich. Ja, nerv nicht mich. Ich kann auch nur das einzelne Ding hier nehmen. Also schätz mal das, was drin, was wir brauchen. Stimmt. Mal wieder zurück auf null. So. Also. Jetzt habe ich's. Juhu. Und was haben wir? Ich habe hier eine rote Karte. Adressen. Warte mal, Adressen? Das macht ja Sinn. Da haben wir eine Karte jetzt. So. Hier Mosch. Nur mit den schönen, die mit den schönsten Haarfarben rein. Da haben wir Anne L., Café, Belinda, Barbara an der Falkenwiese 8. Ich leg's erstmal zur Seite, da war nämlich noch was drin. Falkenwiese leuchtet. Warte, ich hab hier noch was. Oh, ein Brief. 21. Oktober bei Nina. Ah, Mann. Heute war es regnerisch und sehr kalt. Musste mir eine Decke ins Auto legen. Kommt um 19 Uhr nach Hause und schaltet im Flur das Licht an. Legt ihre Sachen ab und zieht sich um. Ich kann sie im Schlafzimmer nicht sehen, lässt das Licht dummerweise an. Danach geht sie in die Küche und macht sich irgendetwas im Ofen. Sie geht ins Wohnzimmer, macht nur ein paar Kerzen an. Vermutlich liest sie heute wieder. Muss mir Nachschlüssel machen und nachsehen, was für Bücher sie hat. Wie gedacht, sie liest. 21 Uhr. Springt plötzlich auf, läuft ins Arbeitszimmer. Ich kann es nicht genau sehen, was sie macht, aber ich glaube, das Licht am Computerbildschirm leuchtet. Arbeitet sie? Müsste sie nicht, wenn ich komme zurück. 23 Uhr, macht die Kerzen aus und geht ins Bad, macht wie gestern kein Licht. Herrgott, danach geht sie ins Bett. Ich warte bis 24 Uhr, aber kein Lebenszeichen mehr. Ob ich heute schon, ich muss mehr planen, ich fahre los, vielleicht ist Miriam noch wach. Da haben wir auf jeden Fall hier eine Reihenfolge mit wann sie wo ist. Dass du vielleicht in der Reihenfolge, die hier beschrieben ist, die Sicherung an- und ausmachst. Und gucken dann, was leuchtet, ob uns das vielleicht weiterhilft oder so. Nee, ich glaube, das hilft uns nicht weiter. Also auf jeden Fall wissen wir, Barbara ist an der Falkenwiese 8. Und die Falkenwiese ist auch an. Es geht aber um Nina. Ist die da auch irgendwie... In dem Buch steht sie nicht. Belinda und Anne L. Kann ich umblättern? Oh, ich kann... Oh, warte mal. Oh! Oh, jetzt habe ich eine andere Ansicht und ich sehe irgendwie mehr. Was meintest du, Nina? Nina. Paula. Irgendwie sehe ich hier keine Nina. Haben wir nicht. Eine Sina habe ich, ja. Nee, hier ist nur Nina. Aber können wir das mal machen mit der Reihenfolge, wann, in welcher Reihenfolge hier die eingeschaltet werden? So. Also, schaltet im Flurlicht an. Flur ist die 5.
Ja, und? So, warte. Kann sie im Schlafzimmer nichts sehen, lässt das Licht dummerweise aus. Danach geht sie in die Küche. Ah, ach, jetzt zeigt das mir so. Okay. So, in die Küche macht sich irgendwas im Ofen, geht ins Wohnzimmer, macht nur ein paar Kerzen an. Vermutlich liest sie. Kann es sein, dass der Brief die Sicherung anschaltet? Du liest ja die. Ja, ich lese und dann schalte ich Sicherung an. Läuft Ja, ins. aber ich meine, was ich aktiviert habe aus Versehen, dafür brauchten wir den Brief wahrscheinlich. Dass die Plan, dass die Karte, dass das leuchtet, das ist wahrscheinlich der Code, dass wir die Sicherung richtig einschalten, Wirklich, oder? warte, Arbeitszimmer. Ich lass mich doch erstmal kurz machen. So, Arbeitszimmerlicht. Arbeitszimmer ist die 6. Kein Licht. Okay, das ist jetzt das, was ich hier raus habe. Oh, es sind keine Lichter angegangen. Nee, jetzt habe ich auch irgendwie vergessen, was als da an und aus war. Also ich habe hier, das Licht ist im Flur an. Warte. Flur ist 5. Das ist ausgemacht. Ja. Ah. Was ist die 6? 6 ist Arbeitszimmer. Ja, da hat sie hier auch. Ach, warte, wir sind doof. On ist richtig. Rot ist Oh! hier on. Grün ist off. Wer lesen kann, ne? Also, ich habe hier Ach. Licht an im Flur, das ist die Ja, 5. haben wir. Schlafzimmer aus, Küche an, das ist die 1. Wohnzimmer aus, Bad aus. Arbeitszimmer an, 6. Und der Rest ist Ja, aus, okay. der Zettel bringt uns diesen Code, wo ich einfach nur ran rumgefummelt habe. Okay. Also nicht weiter. So, aber du hattest da doch, wer wo wohnt. Vielleicht bringt uns das was, wer hier an ist. Weil es gibt ja auch ein paar, die nicht leuchten, ein paar Pins. Oh, warte mal, da habe ich eine Idee. Warte mal. Kannst du mal dir drei Namen aufschreiben? Weil ich habe irgendwie vorhin eine andere Ansicht gehabt. Indem du es in die Hand genommen und auf E gedrückt hast, vielleicht. Ja, aber da kriege ich eine andere Ansicht. Weil er hat ja hier stehen die mit den schönsten Haarfarben. Ne? Ach, hier sind alle drin. Okay, nee, vergiss es, vergiss es. Nee, So, das aber ist ich es kann, nicht. also wenn du die andere Nee. Ansicht anmachst, kann ich dir sagen, bei welchen Straßen hier was leuchtet. Vielleicht bringt uns das schon mal weiter. Warte, kann ich das nicht irgendwie Text? Also auf jeden Fall hattest Ich du. würde dir einfach mal die Straßen vorlesen, bei denen es leuchtet. Das Ich klappt habe eine vielleicht. ganze Liste von Ja, deswegen irgendwas. ist es sinnvoll, dass du eventuell guckst, welche Namen passen dazu. Also Barbara Falkenwiese 8 haben wir, die ist auf der Karte oben rechts. An der Falkenwiese. Ja. So, welche leuchten noch? Dann leuchtet hier noch am Bahnhof. Am Bahnhof 6 Vivien L. Weil vielleicht macht die Zahl auch Sinn, weißt Also L am Bahnhof 6. Vivien L, ja. Ach, Vivien L. Vielleicht hat der Name ja auch einen Sinn, keine Ahnung.
So, Fischstraße. Fischstraße 1, Giselle. Giselle wahrscheinlich. Auf Deutsch Giselle. So, Holstenstraße. Es gibt eine Karin-Bäckerei Holstenstraße. Wo ich sonst noch was? Karin Becker war das? Nee, nur Karin und Bäckerei Holstenstraße. Also kriegen wir jetzt irgendwelche Namen jetzt oder was? So, dann an der Mauer. An der Mauer. Iris T. Punkt, Klammer auf, D. Punkt, Fragezeichen, Klammer zu. Und die Nummer nur an der Mauer? Das war's, ja. Und dann habe ich hier noch die, oh Gott, Wallstraße. Johanna B. Nein, das war's. Okay. Waren das alle? Das sind die, die leuchten. Von die, die leuchten, haben wir nur drei mit Zahlen, oder? Ja. Barbara, und wir brauchen einen Buchstaben mit drei Zahlen. Also würde das passen. Also Barbara, Vivien L. und Giselle haben Zahlen. Warte mal. Wir haben hier nicht so viele Buchstaben. Wir haben hier R, H, S, N, G, C und das war's. Also wir haben nur einen Namen mit G und das ist Giselle. Was für Zahlen haben wir? 1, 6 und 8. Eins. Stehen die Namen vielleicht für eine Reihenfolge der Ziffern? Barbara war 8, ne? Ja. Hier muss die 8 hin. Oder nicht? Oder doch? Ja, hab's. Juhu! Einfach mit ein bisschen rumfummeln. So, ich habe hier eine Karte. Oh, beim Ausgang war eine Karte. Sarah. Ja, das ist die haben wir hier an der Eingangstür. Und dann. Hey! Du bist entkommen. Noch unter dem Eindruck der Entdeckung rufst du die Polizei an und teilst ihr alle Informationen mit. Die Beamten machen sich sofort auf die Suche nach deinem Kollegen und stellen ihn bei dem Versuch, in Barbaras Strandhaus einzudringen. Er wird verhaftet und erhält eine saftige zweimonatige Haftstrafe. Nur 2 Monate? Alter, habt ihr nicht gesehen, was da in dem Raum los war? Mann. Vielleicht war es ja nur. Ja. Barbara ist dir sehr dankbar und lädt dich zum Abendessen ein. Nach dem Aperitif fühlst du dich schläfrig und zu spät wird dir klar, dass deine Müdigkeit nicht allein vom Alkohol kommen kann. Als du aufwachst, befindest du dich in einer Abstellkammer und die Tür ist verschlossen. Aber das ist ein anderer Ausbruch und soll ein anderes Mal gespielt werden. Okay. Mathilde. So, auf welchem Platz sind wir denn gelandet? Auf jeden Fall nicht unter den besten 100. Speedrunner, da gibt es welche mit 5 Ja, Sekunden. das kann nicht stimmen. Na gut, ja, war ja ganz nett, hat jetzt doch Das ein bisschen geht länger gedauert. doch gar nicht vom Handling. Nee. Die sitzen so schnell, dass alles. Nee. Nee, auf keinen Fall. Außer du. Nee, noch nicht mal. Ja, Kein Mensch. auch 19 Sekunden, das ist utopisch, wie soll das Ding bitte gehen?
19 und. Das haben die bestimmt mit Textdateien gemacht, irgendwie so alles gefickt, ey. Ja. Ja, gut, normal. Wir haben jetzt eine Stunde 24 gebraucht, dementsprechend lang ist auch das Video, wie ihr festgestellt habt. Ja, wir haben echt zu lange gebraucht, aber egal. Aber wir haben nur einen Hinweis gebraucht, also gar nicht mal so schlecht. Ja, also ich hoffe oder wir hoffen, dass ihr Spaß hattet, uns dabei zuzuschauen, wie wir unseren kranken Kollegen auf die Schliche gekommen sind. Welchen Tag kann man heute, wenn wir es veröffentlichen? Weihnachten, Donnerstag. Ah, alles Gute zu Weihnachten! Ja, was glaubst du, warum ich das am Anfang gesagt habe, du Schlauberger? Hast du euch echt nicht gehört? Ja, und die Tasse steht auf dem. Die Tasse sei schon die Katze. Die Tasse steht auf die Katze, genau. Ja, ich habe halt Pfefferminztee getrunken und Katzenstee. Also Pfefferminze wirkt auf Katzen tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie Katzenminze. Also. Und sie hat gerade ihr Kopf in die Tasse gesteckt. Ja, die Tasse landet jetzt in der Spülmaschine. Ja, Katze, viel Spaß mit dem Teebeutel und auch wir wünschen euch noch viel Spaß und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch mal gerne einen Kommentar, ein Like oder wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Abo. Ansonsten bleibt gesund und feiert schönen Weihnachten mit euren Liebsten. Genau, bleibt uns gesund, kommt gut ins neue Jahr. Wenn wir uns dieses Jahr nicht mehr hören sollten, Heinrich hört ihr bestimmt noch dieses Jahr. Oh ja. Der ist fleißig am... Nee, so fleißig bin ich nicht. Ich hab's ein bisschen durch Real Life, wie das halt so ist. Ja gut, ja. Unsere Tochter zahnt. Also ihr könnt euch vorstellen, dass es kein Spaß ist. Nee, aber sie macht es, glaube ich, vergleichsweise noch relativ gut. Also... Ja, aber da hat man manchmal, wenn man dann so sie ins Bett gebracht hat, nach einer Stunde oder zwei, hat man dann nicht den Nerv, sich nur mal an den Rechner zu setzen. Nee. Für die, die Kinder haben, die werden es verstehen. Und für die nicht, die noch keine Kinder haben, vielleicht werdet ihr es in ein paar Jahren verstehen. Und für die, die Kinder sind, ja, ihr versteht es echt nicht. Seid nett zu euren Eltern, die haben viel mit euch durchgemacht, bevor ihr euer erstes Lebensjahr überhaupt beendet hattet. Ja, das ist, genau. Gut, wir wollen jetzt also nicht weiter vollquatschen, außer ihr wollt es, dann schreibt es auch mal in die Kommentare, dann machen wir ein Video und quatschen euch voll. Oder sollen wir mal ein Video machen, ein Reaction-Video? Das ist ja so in bei YouTube. Dann reagieren wir auf irgendeine Scheiße. Ja, muss man nicht spielen. Das geht schnell, schnell. Wir können ja jemandem beim Let's Play zugucken und reacten da drauf. Ja. Wir gucken, ob jemand hiervon schon ein Let's Play hochgeladen hat und reacten darauf. Oder wir reacten auf andere Leute, die auf was reacten. Die Space Frogs, die reacten ja auch auf alles Mögliche. Und dann reacten wir auf die Space Frogs. Ja, ja klar, weil wir ja so eine große Community haben. Aber ich glaube, wenn man so ein Reaction-Video macht, sollte man sich dabei selber filmen, oder? Muss man das? Weiß ich nicht. Wir machen das Video, wir entscheiden. Ich gucke keine Reaction-Videos, keine Ahnung, ob es da irgendwelche Regeln gibt. Ich finde das ziemlich dämlich, ehrlich gesagt, so ein Video zu machen. Ich gucke ein Video von einem anderen und filme mich dabei, wie ich darauf reagiere. Ja, das läuft. Ja, ich weiß, das läuft, aber es ist so dämlich. Ja, aber sonst hätte Montana Black ja nichts zu tun. Der spielt zwar ein bisschen, aber egal. Anderes Thema. Wir kommen ab vom Thema. Es dauert einfach. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.